Prinz Alexander, wir sind heute Abend hier beim Meißner Galaabend. Was verbindet denn das Haus Wettin mit Meißen? Ja, wenn wir in die Geschichte zurückgehen, ins Jahr 1089, sind wir vom deutschen König damals zu den Markgrafen von Meißen ernannt worden. Man könnte sagen, dass wir damals unser Business gestartet haben. Wir sollten das Deutsche Reich schützen vor Angriffen von östlicher Seite, also von Vandalen. Und das haben wir, glaube ich, so erfolgreich getan, dass wir knapp 1000 Jahre dieses Land regiert haben. Haben Sie zu Hause auch Meißner Porzellan, von dem Sie essen? Ja, wir haben einige Stücke Meißner Porzellan, die wir natürlich sehr ehren und schützen vor allen Dingen. Ich glaube, wir essen nicht unbedingt vom Meißner Porzellan, aber es sind die ganz besonders geliebten Stücke des Hauses. Sie sind ja aus Mexiko nach Dresden gekommen. Vermissen Sie Mexiko? Also die drei Buben sind in Mexiko geboren worden und unsere Tochter in Dresden. Und wenn Sie sagen Mexiko, ja, 35 Jahre lang habe ich mein Leben in Mexiko verbracht. Und ich bin ein sehr lateinischer Mensch und meine Frau hat das auch innerhalb der 13 Jahre, die sie dort gelebt hat, kennen, schätzen und lieben gelernt. Es ist ab und zu ist der Moment da, wo wir uns nach Mexiko sehnen. Wie bringen Sie denn das mexikanische Flair so ein bisschen nach Dresden? Wir versuchen, viel Herz, viel Herzlichkeit in unseren Kontakten einzubringen. Wir versuchen, auf Menschen zuzugehen, was in Mexiko ja absolut normal ist, dass man Großfamilien hat. Wir versuchen, den familiären Kreis darzustellen und vielleicht die Sachsen zu ermuntern, dass es schön ist, Kinder zu haben. Was raten Sie denn den Sachsen, wenn Sie sagen, in Mexiko geht man auf die Menschen zu, es ist ein Temperament? Was raten Sie den Sachsen, den Dresdnern, sollten sie vielleicht ein bisschen anders machen? Ich glaube, was uns Sachsen sehr gut zu Gesicht stehen würde, ist ein bisschen mehr Freundlichkeit, ein bisschen mehr Offenheit. Wir sind ja große Spezialisten in dem, was wir auch immer machen. Wenn wir uns anschauen, was wir alles Großartiges machen, Meißner Porzellan, Glashütte, Uhren, was weiß ich, die Phaetons, die besten Autos der Welt. Aber es würde uns ganz gut zu Gesicht stehen, wenn wir auch ein bisschen Warmherzigkeit ausstrahlen würden. Und damit würden wir viele Herzen auf der Welt für uns gewinnen. Sie sind ja nun Prinz und Repräsentator von Sachsen. Denken Sie, dass das ein Vorteil ist, wenn man Adliger ist? Sind die Leute da schon beeindruckt oder spielt das heutzutage weniger eine Rolle? Ja, also für mich ist es kein Vorteil, weil die Leute haben natürlich eine sehr hohe Erwartungshaltung, wenn man auftritt. Manche sehen einem schon von vornherein negativ an, andere überpositiv. Aber ich würde sagen, für Sachsen ist es toll, weil vor allen Dingen in den Ländern, wo es noch nie eine Monarchie gegeben hat, wie in der neuen Welt, sieht man das mit ganz großem Erstaunen und mit großer Freude, wenn es dann heißt, His Royal Highness wird heute zu uns sprechen. Und dann die große Überraschung ist, wenn sie sehen, dass ein ganz normaler Mensch da steht und freundlich mit denen sich unterhält und auch auf die Menschen zugeht. Und dann heißt es immer, wir hätten gar nicht gedacht, dass ein Prinz so volkstümlich sein kann. Und da sage ich dann immer, wissen Sie, wenn Sie meinen Urgroßvater Friedrich August III. Gekannt hätten, hätten Sie festgestellt, dass wir Wettiner immer sehr volkstümlich waren und es auch sein wollen. Wie jetzt? Sie wohnen nicht auf einem Schloss? Nein, ich wohne bis vor kurzem in einer Wohnung, jetzt in einem kleinen Haus. Schlösser sind, glaube ich, gehören ein bisschen der Vergangenheit an. Und ich bin sicher, dass der Freistaat Sachsen die Schlösser sehr gut verwahrt. Und wir sind ganz glücklich, dass wir ein bisschen auf einer kleineren Fläche wohnen können. Wo fahren Sie hin, wenn Sie Freizeit haben? Ausflüge? Wir fahren sehr gerne ins Erzgebirge, in die Sächsische Schweiz. Aber natürlich müssen wir auch in unsere ehemalige bayerische Heimat gehen, weil meine Frau stammt ja aus Bayern. Und wir fahren sehr gerne nach Bayern runter, Starnberger See. Bayern, Mexiko, Sachsen. Um den Bogen wieder zum Porzellan zurückzubringen, was kommt denn da bei Ihnen auf die Teller? Es kommen mexikanische Gerichte, es kommen kanadische Gerichte, französische Küche macht meine Frau sehr gerne, Pasta gehört auch dazu. Was bei uns so schön ist, dass wir uns überall auf der Welt irgendwo zu Hause fühlen. Wir fühlen uns verantwortlich für die Anden in Südamerika. Wenn wir hören, dass es Probleme in Japan gibt, fühlen wir uns verantwortlich. Wir wollen einfach, dass dieser Globus, weil die Welt ist ja ein winzig kleiner Ping-Pong-Ball, muss man fast schon sagen, in diesem großen Universum. Was wir uns wünschen würden, ist, dass die Menschen einfach das Gefühl haben, dass diese Erde einmalig ist und dass wir uns für alles verantwortlich fühlen müssen. Und wir versuchen halt auch von der geistigen Haltung her, die Welt unseren Kindern beizubringen, damit eine tolerante Haltung jeglichen Menschen gegenüber stattfindet. Vielen Dank.